13. März 19.06 Uhr, weißer Rauch steigt über der Sixtina empor. Kurz danach läuten die Glocken des Petersdoms. Abemus Papam. Das war vor einem Jahr. Zu diesem Zeitpunkt wussten wohl die wenigsten, wer er denn eigentlich ist, dieser Jorge Mario Bergoglio. Doch das änderte sich schnell. Von Beginn an predigte Papst Franziskus eine arme, den Menschen zugewandte Kirche und machte immer wieder selbst deutlich, wie hier bei seiner Reise ins italienische Assisi, was er darunter versteht. Auch ist er ein Papst, der von Beginn an für Staunen sorgte, der weiter im Gästehaus Santa Marta wohnt, bei den Audienzen gerne auch mal seine alten schwarzen Schuhe auftrug und nach seiner ersten Messe den Gläubigen die Hand schüttelte wie ein Gemeindepfarrer. Er bringt frischen Wind mit. Vatikanexperte Stefan von Kempis spricht zuletzt sogar von revolutionär Neuem. An der Gestik und Form ist sehr viel mehr als nur Form. Sie rührt auch an den Inhalt, aber auch an der Theologie. Eine Theologie, die die Kirche wirklich als Volk Gottes sieht und das Volk Gottes nicht mit Misstrauen anschaut, wie das früher der Fall war. Eine ganz andere Art und ein anderes Kirchenbild. Das geht also theologisch auch in die Tiefe. Es ist nicht einfach Entweltlichung, die B-Seite der Schallplatte, die man jetzt umgedreht und dann neu aufgelegt hat. Es ist etwas ganz Neues. Ein Jahr ist seit seinem Amtsantritt vergangen. Papst Franziskus hat Ostern und auch Weihnachten gefeiert. Er hat viele Audienzen abgehalten. Er hat Staatsgäste empfangen und Reisen unternommen. Ein Höhepunkt war sicherlich der Weltjugendtag in Rio de Janeiro, wo er nicht nur zu den jubelnden Massen auf der Copacabana sprach, sondern auch diejenigen besuchte, die am Rande der Gesellschaft stehen. Er hat aber auch viele Dinge angestoßen. Die Reform der Kurie oder die Diskussion um die Rolle der Frauen in der Kirche etwa. Auch ein Jahr nach seiner Wahl steht er für Aufbruch und Neuanfang. Das ist eine Führungsfigur im echten jesuanischen Sinne. Er ist sehr demütig. Uns gefällt er schon, weil er so sparsam ist. Und wenn man jetzt seine Verlautbarungen liest, also die Evangelii Gaudium, da sind Dinge drin, die man nicht für möglich gehalten hat. Ja? Also zum Beispiel also die Freude, eine unwahrscheinliche Kraft, die da drin ist, wo das Evangelium wieder neu wird. Es war ein spannendes Jahr für die katholische Kirche. Papst Franziskus hat viele Hoffnungen geweckt. Aber erst die kommenden Jahre können zeigen, wohin dieser erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri die Kirche auch wirklich führen wird.